Hey, nein, das machen wir hinterher und jetzt müssten wir eigentlich live auf Facebook sein. Wunderbar. Ich begrüße sehr herzlich meine Follower, die zwar ganz gespannt vor den Bildschirmen hier warten auf das, was heute gerade passiert. Denn die wissen genau, dass eigentlich der Nepomuk in der Regel keine Firmen oder irgendwelche Produktwerbungen macht. Und da werden sie denken, was macht er denn heute? Heute haben wir einen ganz besonderen Tag. Denn wir haben hier das Team, was sagen wir, kleinere Team von der Firma Plasfor im, sag ich mal, an der Leitung, an der Strippe, auf dem Bildschirm. Und Harald, ich begrüße dich sehr herzlich. Ich begrüße dich, Beatrix, Herbert und Markus, dass ihr hier mit mir mal über Dinge sprechen wollt, die vielleicht viele Menschen noch gar nicht kennen. Harald. Ich habe ja dich kennengelernt und zwar, ich weiß gar nicht mehr genau, da warst du am Vortrag von mir, den ich glaube in Salzburg mein letztes Jahr gehalten habe, auch zu Themen, die es eigentlich nicht gibt auf dieser Welt. Und dann warst du gleich recht angetan und hast gesagt, du, pass auf, wirst es nicht glauben, aber ich habe auch Dinge, die die Welt eigentlich nicht geben darf oder zumindest so, sage ich mal, in der Zukunft voraus konzipiert worden sind. Und dann war ich bei dir und habe gesagt, okay, ich folge der Einladung und schauen wir mal diese Dinge an. Und was ich da gesehen habe, da, naja, da träume ich heute noch davon. Ist ja unglaublich, was du da machst. Ich muss dir mal kurz vorstellen, also du hast ja praktisch ein Unternehmen, eben die nennen sich Plasfor, mit Sitz in Kärnten. Du bist ja immer schon sehr, ja, sage ich mal, sehr umtriebig gewesen. Hast früher über eine, ja, technische Lehre, über Bürokaufmannlehre, dann sich relativ bald selbstständig gemacht. Hast ja einen großen Vertrieb aufgebaut für Finanzen und Dienstleistungen etc., bis du plötzlich merkt hast, nee, die Welt braucht ganz andere Dinge. Die braucht Dinge, die ihr helfen in der Technologie und in der Gesundheit. Und was es für Dinge sind, da wirst du heute mir ein bisschen was drüber erzählen. Ich kenne die meisten Produkte schon, aber das, was du hier aus dem Boden gestampft hast, das ist wirklich unglaublich. Also nochmal herzlich willkommen, Harald und dem Okay. Team. Dankeschön, lieber Nepomuk. Ja, freut mich, dass wir in dieser Runde jetzt zusammenkommen und das auch ein bisschen öffentlich teilen auf Facebook. Wir haben ja in der letzten Zeit täglich im internen Bereich Schulungen gehabt, Meetings gehabt. Also die ganze Welt steht still sozusagen, aber bei uns merkt man davon nichts, ganz im Gegenteil. Also wir sind da wirklich intensiv am Arbeiten und das Online Business ist ja derzeit das Einzige, was noch halbwegs funktioniert. Aber wir hoffen ja, dass sich das dann in Zukunft wieder ändern wird und wieder zur Normalität zurückkehren wird. Ja. Ja, Harald, jetzt wenn wir mal mit einem deiner Produkte anfangen, du hast mir ganz stolz damals präsentiert und sagst, du schau her, ich habe da ein, wie soll ich denn sagen, du nennst es glaube ich Plasmatuch, ein Tuch, was sagt, das kann man, da kann man mit dem Tuch kannst du praktisch, völlig egal, ob du draußen den Auspuff geputzt hast und dann waschst das Tuch wieder aus oder und danach schwingst du ab, sage ich mal, im Bad. Dann waschst du es aus und dann nimmst du es her zum Abspülen, wie auch immer. Sagst, dieses Tuch kannst du permanent verwenden. Ich sage, na, sowas gibt es gar nicht, oder? Weil man braucht dafür diese Dinge, kann doch nicht in einem Tuch, sage ich jetzt mal, eine fettige Schmier dran haben und auf der anderen Seite eine Schminke und das dann wieder wegwischen. Wie funktioniert denn das? Kannst du uns mal ein bisschen was drüber erzählen? Ja, also wenn ich den Bildschirm teilen darf, dann Ja, tue ich teile mal bitte, ja, genau. paar Folien aufmachen. Aha, das kommt erst später. Das muss ich. Das kommt später. Warte mal. Ah, du hast ja eine ganze Familie, eine Plus-Vorfamilie, ja, schau her. Ja, das kommt ein bisschen später. So, dass ich den richtigen Bildschirm jetzt öffne. Das ist das, oder? Okay. Ja, genau. Also ich hoffe, man kann das sehen. Ich mache das ein bisschen größer jetzt. Ja, die Plasfor-Gruppe, also besteht ja mittlerweile aus einer österreichischen GmbH. Wir haben in der Slowakei noch eine Firmen und in der Schweiz eine Aktiengesellschaft. Und die Idee dahinter ist schon vor vielen Jahren geboren worden, dass wir dieses Unternehmen in dieser Form auf den Markt bringen, weil ich habe ja dir erzählt, lieber Nepomuk, dass ich vor vielen Jahren bereits schon begonnen habe, über Dinge nachzudenken,
die es eigentlich nicht so gibt, und habe mich da mit Nikola Tesla schon beschäftigt, vor 10 Jahren, noch bevor die Automarke das Wort Tesla richtig bekannt gemacht hat. Und ich bin dann eben drauf gekommen, dass viele Dinge, die solche Menschen in der Vergangenheit entwickelt haben, heute im derzeitigen Schulsystem, also zumindest in Österreich, kaum vorhanden sind, gell, und auch nicht bekannt sind. Und da hat es mich dann sehr gewundert, warum man Nikola Tesla zum Beispiel im Ausland, also wenn man da am Flughafen in Belgrad ankommt, da gibt es einen Nikola Tesla Airport, da gibt es Briefmarken, da gibt es Geldscheine, also dort wird er verehrt als Volksheld, und bei uns gibt es ihn fast in den Schulbüchern nicht. Gell? Also das hat mich sehr verwundert. Ich weiß nicht, wann du das erste Mal, lieber Nepomuk, auf den Nikola Tesla gestoßen bist. Ja, das ist auch schon eine Weile her, weil das Thema freie Energie oder das, ich habe mal eine Dokumentation gesehen, der hat ja praktisch für den Thomas Edison gearbeitet und hat praktisch immer, sage ich mal, diesen Gleichstrom zum Wechselstrom entwickelt, glaube ich, über die Neonlampe etc. Und dann hat er sich selbstständig gemacht. Also sehr viele Erfindungen, die wir heute anwenden, wissen wir gar nicht, dass die von dem sind. Genau. Und da bin ich eben auch drauf gekommen und habe dann halt intensive Forschung betrieben und dann in den letzten Jahren auch viel Entwicklung und Ausbildung gemacht auf dem Gebiet. Und ja, bin eben auf unglaubliche Dinge gestoßen, die sehr bald, ja, wo die Zeit sehr bald reif ist, dass die dann auf den Markt kommen. Ja. Und in der Zwischenzeit hat sich eben begeben, dass ich Produkte gefunden habe, die teilweise schon seit vielen Jahren vermarktet werden oder zumindest angeboten werden, aber dass kaum jemand darüber Bescheid weiß. Und da habe ich eben die Plusfor als Plattform ins Leben gerufen, damit wir eben Dinge, die bisher es nicht zu den Menschen geschafft haben oder nur sehr vereinzelt und sehr wenig bekannt geworden sind, dass wir dies bekannt machen. Und du hast ja ein großes Netzwerk auch. Ich habe auch ein ganz gutes Netzwerk. Und da hat sich eben dann so gezeigt, dass man, wenn wir uns da zusammenschließen, dass diese Dinge einfach bekannter werden. Ja. Ja, Harald, jetzt zeig mal deine Erfindungen her, dann machst du es ja ganz schön spannend. Klar, du bist ja theoretisch jemand, der, ja, wie soll ich sagen, Menschen getroffen hat, die Erfindungen gemacht haben, die sich aber irgendwie in der Öffentlichkeit nicht durchgesetzt haben oder keiner darüber Bescheid weiß. Dann hast du gesagt, denen helfe ich mal, ich habe den richtigen Vertrieb, ich habe die richtige Power. Und jetzt müssen wir mal doch einmal schauen, weil du testest ja diese Dinge natürlich, bevor du die auf den Markt bringst, ja selber. Und du hast ja sehr schon, das ist sich offen von dir da. Da bist du am Wörthersee zu Hause und dann haben wir auch schon hier eben dieses Plasmatuch. Das ist ja unglaublich, nicht? Man sieht da auch schon ein paar Bilder, dass das Tuch, sage ich mal, ja, erklärst du, weil du bist ja da noch viel besser im Thema drin als ich, weil ich habe das damals sensationell gefunden, wie ich das gesehen Ich habe. habe ja mit Tüchern eigentlich in meiner Vergangenheit nie was zu tun gehabt, aber ich bin dann, es war witzigerweise Freitag, der 13. Oktober 2017, auf dieses Produkt gestoßen, gell, das in Österreich mitentwickelt worden ist, eigentlich schon seit 20 Jahren am Markt ist, zwar unter einem anderen Namen damals, aber es hat niemand davon gehört und gewusst. Und wie ich das gesehen habe, was es kann, gell, da war ich ganz fasziniert. Da gibt es auch ein berühmtes Tesla-Video von mir, wo ein Partner von mir eben mir gezeigt hat an meinem Wagen, was dieses Tuch kann, und komplett nur mit Wasser, also komplett ohne Chemie, ja, von der Felge rückwärts bis rein ins Cockpit alles reinigen kann. Und wie ich das gesehen habe und dann veröffentlicht habe, da hat es einen richtigen Run drauf gegeben auf dieses Tuch. In der Zwischenzeit haben wir auch Untersuchungsberichte machen lassen. Das heißt also, dieses schöne, einfache Produkt hat wirklich gerade in der jetzigen Zeit eine sehr hohe Bedeutung, weil es nachweislich, wenn man mit Wasser das Tuch verwendet und Oberflächen abwischt oder die Hände damit abwischt, 99% der Keime entfernt. Da gibt es auch Ja, einen Bericht das passt dazu. ja gerade zum Thema jetzt, ne? Genau, das passt ganz gut zum Thema. Das ist auch derzeit einer der Bestseller auch. Und also wie gesagt, alles, was man damit abwischt, ist nachher nahezu keimfrei, und da haben wir auch einen Untersuchungsbericht, der dir auch vorliegt. Den haben wir auch auf unserem Backoffice im Downloadbereich, und das wird jetzt noch viel mehr gefragt. Ja, und dieses Tuch ist um die Welt gegangen. Also, wir haben es geschafft, dass man durch unser Netzwerk das in vielen, vielen bekannten Bereichen hineinbringen. Also, auch
Die Missen in Österreich haben es natürlich verwendet und gelebt. Es ist um die Welt gegangen. Also wir haben da von der ganzen Welt Bilder bekommen, von Brasilien bis Hawaii und Rom und was weiß ich wo, haben uns die Leute dann unsere Testimonials, die Testimonials zurückgeschickt. Also wenn man auf Blas4Channel auf YouTube geht, findet man unzählige Videos von unseren Usern. Und also einfach Plasma-Tuch eingeben und da findet man wirklich, was dieses Tuch alles kann. Also wir haben da sehr viel gemacht auf dem Gebiet. Es ist ein sympathisches Produkt und jetzt... Aber Harald, nach wie vor ist es deswegen bei uns überhaupt nicht bekannt. Wie gesagt, ist mir bei dir zum ersten Mal untergekommen. Und ja, ich finde das auch, oder mache ich das auch, weil, wie gesagt, nach diesem ganzen Change, nach diesem ganzen Wechsel, wissen wir ja alle, dass wir so nicht weiter arbeiten und weiter wirtschaften können, wie wir bisher weiter gewirtschaftet haben. Ich denke, diese ganze Globalisierung, das ganze Produktmanagement, alles, was hier auf den Markt kommt, wird in Zukunft noch viel mehr unter Gesichtspunkten. Ist es naturverträglich, hat es Nachhaltigkeit, ist es regenerativ etc. Und hier haben wir praktisch ein Tuch, du brauchst keine Chemie, du nimmst da Wasser her und dann kannst du damit alles reinigen. Was diese Produkte, glaube ich, müsste man der Menschheit vorstellen, weil natürlich kleinere Betriebe oder wie auch immer natürlich nicht diese Marktmacht haben, was die Großen haben, wie die mit der Werbepower hier zufahren bis zum Gehtnimmer und diese Dinge, die wir tatsächlich sagen, dass wir tatsächlich für die Zukunft sind, die Zukunft des Reinigens, die gehen irgendwie unter und das möchte ich nicht. Ja, genau. Das ist der Punkt. Man spart sich dadurch viel Plastik, viel Chemie und das war ja in den Medien, da gibt es ja die Berichte, dass diese Mittel, wenn man sie einatmet, nicht gerade gesundheitsfördernd sind. Und da möchten wir auch mit diesem kleinen, einfachen Produkt einen Beitrag leisten und es ist aus meiner Sicht ein sehr spannendes Produkt, weil man kann es sehr einfach in die ganze Welt verschicken. Es kann nicht kaputt gehen beim Versand. Jeder kann damit umgehen. Da muss man kein Raketeningenieur sein, damit man mit diesem Produkt arbeiten kann. Und von klein bis groß kann sich dieses Tuch wirklich jeder leisten. Und es ist eines der Palette, die wir abbilden. Ja, ja, wie lange hält das Tuch? Also da gibt es auch einen Untersuchungsbericht, gell? Und das ist getestet worden nach 100 Mal intensiven Waschen und Benutzens hat man keine Verlust der Reinigungswirkung feststellen können. Gell? Also, ja, Wahnsinn, das ist fast ein Wundertuch. Es ist fast so und also in meinem Auto und im Haushalt gibt es sonst nichts mehr und das Schöne ist, es überträgt keinen Schmutz auf andere Oberflächen, das heißt, selbst wenn man schmutzigste Dinge damit reinigt, hat man nachher saubere Hände und das gefällt natürlich auch den Männern mittlerweile, also wir haben einen Hype ausgelöst, der um die Welt gegangen ist, gibt ja hunderte und tausende Videos und Fotos und ich glaube auch deine Frau hat da mal Freude damit, oder? Lieber ja, wir haben da hier eine riesen Putzeinsparung, ne? Sehr klar. Ja, genau. Ja, und dann möchte ich zu einem weiteren Produkt kommen, das jetzt gerade eine große Nachfrage erlebt, weil du weißt ja, wir haben ja weltweit jetzt das Thema mit den Coronaviren und so. Ja, ja, das Thema kennen wir jetzt an aller Munde, gell, ja. Genau, und ich habe da auch einen Freund in Kärnten, der eine Fabrik hat und eben schon vor knapp drei Jahren, haben wir dieses Produkt eigentlich schon wollen am Markt bringen, also. Und damals war aber die Nachfrage jetzt noch nicht so groß und jetzt hat sich das innerhalb von kürzester Zeit massiv verändert und da haben wir auch wieder ein Produkt, das wirklich sensationell jetzt genau passt und die Leute unglaublich nachfragen. Wir haben ein Desinfektionsspray, das auf reiner Wasserbasis, also nicht alkoholisch basiert, keine toxischen, also giftigen Inhaltsstoffe beinhaltet, produziert wird in Österreich, also in Kärnten, ja, made in Austria. Und das Schöne bei diesem Produkt ist, dass das Plus aktiv sozusagen auch bei Babys eingesetzt werden kann. Es ist verträglich sogar für die Augen und für die Schleimhäute, also wo es da keine Probleme gibt. Und was sehr wesentlich auch ist, wir haben ja einen Prospekt auch in Englisch und in Italienisch mittlerweile und in Deutsch natürlich. Und das ist auch kein Scherz, also im Prospekt steht das auch drinnen, dass es wirksam ist und das ist auch getestet. Also es gibt da dazu sämtliche Zulassungen, EU-Zulassungen und alles, also Herstellerzulassungen, die haben wir auch im Download-Bereich und ein Sicherheitsdatenblatt, das liegt ja auch vor, lieber Nepomuk, gell? Und das kannst du auch im Download dann reinstellen. Und ja, da steht nämlich auch drauf. Das ist schon sehr interessant, weil dieses Thema, ja, Desinfektion ist ja
Ja, auch in aller Munde. Jeder sucht irgendwie momentan noch irgendeinen Desinfektionsspray. Viele sind ausverkauft, etc. Aber dieses Naturprodukt oder das von euch, glaube ich, kennt wahrscheinlich auch noch die wenigsten. Das kennen noch die wenigsten, ja, und da sind wirklich die ganzen Bakterien und Viren drauf, auf die es getestet ist. Und viele werden sich vielleicht wundern, weil, wie man da hier sieht, ist auch das SARS-Coronavirus dabei. Und viele wissen es ja gar nicht, dass der Coronavirus-Stamm ja nichts Neues ist, sondern den gibt es ja schon sehr lange. Gell? Und deshalb haben wir das auch da draufstehen. Das ist jetzt kein Verkaufsgag oder so irgendwas, sondern das ist wirklich auch auf Ja, das genau. getestet worden. Und wir haben halt zufälligerweise zum richtigen Zeitpunkt das richtige Produkt und können auch noch liefern. Ich sage deshalb noch, weil die Nachfrage extrem hoch ist. Ja, wir haben auf unserem Online-Shop, den du dann wahrscheinlich eh einblenden wirst, eine extreme Nachfrage nach diesem Produkt. Und es ist nicht die Herstellung jetzt das Thema von dem Produkt, sondern derzeit haben wir schon teilweise das Problem, dass wir mit diesen Behältern, also mit diesen Gebinde nennt man das, mit den 150 Milliliter, die sind extrem nachgefragt, dass wir Schwierigkeiten haben, das nachzubekommen, weil irgendwo müssen wir es ja abfüllen auch. Gell? Ja, genau. Am Ja, aber Wörthersee, das du hast hätte uns ja besucht am Wörthersee, ne? ich. Ja. Am wunderschönen Wörthersee wird das Produkt eben hergestellt. Gell? Und also wir haben derzeit noch ausreichend auf Lager und auch für Großmengen sind wir gerüstet. Also wir haben 1 Liter Gebinde, also auch mit Spraykopf, da haben wir noch so eine 1000 Stück vorrätig. Wir haben dann auch noch so 10 Liter und 20 Liter Abfüllmengen für wirklich Behörden und Organisationen und so weiter, die auch mittlerweile nachfragen. Und selbstverständlich ist die Kombination mit dem Plasmatuch eigentlich ideal jetzt, ja, weil auf der anderen Seite kann man seine Hände desinfizieren und dann mit dem Plasmatuch abwischen. Also da ist man wirklich auf der sicheren Seite und da gibt es bei uns auch sehr viel Material und ich habe dir alles geschickt, gell, im Prinzip, ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass einige meine Follower das natürlich testen werden. Da kriegst du bestimmt auch von Deutschland hier dann eine Rückmeldung und sagen: Okay, setzt das alles nur Versprechungen hier, Werbegags etc. oder hat dein Produkt auch diese ganzen Qualitätskriterien erfüllt, die du hier, sage ich mal, propagierst? Wir werden sehen, aber wie gesagt, bei mir hat es funktioniert und dann würde ich das nicht machen. Genau, aber du hast ja nur was, das ist ja noch viel fantastischer, du hast mir was gezeigt. Ich weiß nicht, ob das bei dir in deiner Präsentation als nächstes drin ist, das kann ich gar nicht sagen. Zum Thema Gesundheit hast du was. Ja, genau. Also wir haben ja eine Palette auf unserem Online-Shop drauf von Produkten im Bereich Frequenztechnologie, Plasmatechnologie und so weiter. Also wirklich Produkte, die sensationell sind. Und nachdem du mich gefragt hast, habe ich natürlich heute auch da was vorbereitet. Und auch der Einstein hat ja schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, die Medizin der Zukunft wird die Medizin der Frequenzen sein. Ja. Ja, da Und gebe ich ihm mit recht. Frequenzen. Ja, mit Frequenzen sind ja unglaubliche Dinge möglich. Und da ist es natürlich so, dass ich mir das auch angeschaut habe in der Vergangenheit. Was gibt es da? Und habe da jemanden getroffen, der zufälligerweise auch in Österreich ist und Hersteller ist von solchen Produkten, die eben auch in verschiedenen Bereichen Energieeinsparungen vor sich nehmen, Wassertechnologie, Gesundheit und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ich lade ihn heute kurzfristig ein. Er hat glücklicherweise sich die Zeit genommen, dass er mit dabei ist. Und mittlerweile sind wir so intensiv miteinander verbunden, dass wir täglich fast mehrmals miteinander kommunizieren. Und aus meiner Sicht müsste diese Technologie derartig bekannt werden und er müsste eigentlich den Nobelpreis dafür bekommen. Hat aber in der Vergangenheit eigentlich immer Probleme gehabt, weil er eben ja, sagen wir mal so, im Bereich Grenzwissenschaften halt nur ein sehr eingeschränktes Publikum zur Verfügung hatte. Aber das wird sich in Zukunft sicherlich ändern. Und deshalb freut es mich, er ist ja Nachrichtentechniker von Beruf, Ingenieur und Techniker und hat diese Dinge dann auch ja, jetzt als Hersteller für uns zur Verfügung gestellt. Und also unsere Kunden sind begeistert. Da gibt es auch jede Menge Testimonials auf dem Gebiet. Und deshalb freut es mich, dass er heute mit dabei ist. Und lass mal ihn zu Wort kommen. Es ist der Herr Ingenieur Herbert Renner. Ja, Hallo danke. Herbert, du Hallo, Harald, du schaltest mal schnell auf deine Präsentation mich um, dass wir mir den Harald auch schön sehen. Und ja, Herbert, so würde ich das sagen, passt, oder? ja, dass du genau, nein, genau, dass man wieder, ja, jetzt schalten wir mal schnell
Am Herbert groß um, das ist wunderbar. Und genau, Herbert, du bist jetzt, du kriegst das Wort, weil du hast dieses Produkt entwickelt. Ja, es ist ein Team dahinter, ich bin nicht alleine, aber ich trage das natürlich nach außen von unserer Firma aus. Und wir haben 30 verschiedene Produkte entwickelt und ein paar Produkte passen jetzt genau in die Zeit. Wir kommen ja aus dem Bereich der Frequenztechnologie und sind bekannt worden mit einem Spritsparstift, der Treibstoff verändert. Und wir haben dann gemerkt, dass es nun Nebenwirkungen gibt. Ich habe zum Beispiel Red Bull angeschrieben, habe gesagt, ich habe da was für euch. Da könnt ihr noch mehr Flügel machen als zwei. Ne? Da könnt ihr damit drei Flügel führen. Da haben sie gesagt, das brauche ich nicht zwei dann sehen. Ne? Aber wir haben festgestellt, dass der Verbrennungsprozess im menschlichen Körper dem Verbrennungsmotor sehr ähnlich ist. Ja? Wir atmen Sauerstoff ein, der Motor saugt Luft ein, wir atmen CO2 aus, also ein Verbrennungsmotor stoßt CO2 aus. Wir brauchen auch Wärme zur Verbrennung, Körperwärme zumindest. Also die Vorgänge sind sehr ähnlich. Ja. Und nachdem wir die Verbrennung im Motor verbessert haben, war es dann nahe, die Verbrennung im Körper zu verbessern. Und da sich gleich ein Produkt ergeben, das wir ein bisschen abgewandelt haben, auch getestet, dass wir gesagt haben, wie verbessern wir die Verbrennung? Und je besser die Körperverbrennung ist, umso wohler fühlt sich der Körper und alles Zeug, was nicht reingeht, wird auch verbrannt. Ja, das ist wie eine Müllverbrennungsanlage. Wenn da Müll im Körper drinnen ist und es verbrennt gut, dann wird das auch alles rausgebrannt. Und wir haben auch festgestellt, dass jetzt gerade, weil das Corona aktuell ist, ja, ist ja ein Lungenproblem. Die Lunge hat dann ein Problem mit der Atmung. Man braucht Sauerstoffversorgung, Beatmung. Und wir haben festgestellt, wenn man jetzt statt den Treibstoff Trinkwasser verändert mit der Technologie, ein bisschen abgewandelt, dann kann man da ganz interessante Effekte erzielen. Und ich habe es jetzt am Bildschirm, ich kann es auch vorlesen, aber ich kann es auch herzeigen. Wir haben zum Beispiel eine Ärztin gehabt, die ist 18 Stunden, also bis zu 18 Stunden an einem Sauerstoffgerät gehangen, an einem mobilen, und die hat dann angefangen, dieses Wasser zu trinken, und inzwischen geht die wieder bergsteigen ohne Sauerstoffgerät. Oder ich habe in Tirol war ich vom Vortrag, da hat eine 72-Jährige, die hat da ihr so ihr Wagerl durch die Gegend geschoben, immer mit einem mobilen Sauerstoffgerät, ja, und auf einmal hat es ohne wieder fahren können, ja. Und wir ja, das ist unglaublich. Das heißt, ihr führt diesem Wasser irgendeine Frequenz zu, extern, bevor man es trinkt, oder? Und dann hat man genau. Da eine andere Wirkung im Körper, oder was? Ja, ja, ich habe mal so, vielleicht sieht man das, da schwimmt so ein Stift drinnen im Wasser. Ja? Das ist der Stift, der gibt eine Frequenz an das Wasser. Ah, so sieht man am Boden, ja? Genau, da wackelt ja. Ja, genau. Das sieht man vielleicht jetzt, der Stift. Ja? Jetzt sieht man, und ja, wenn genau. Man das Wasser... Wenn man das Wasser trinkt, dann kommt mehr Sauerstoff ins Blut rein. Also wir haben Blutsättigung bis zu 5% mehr Sauerstoff im Blut. Und der mehr Sauerstoff hat natürlich auch bessere Versorgung der Lunge. Ja? Und das ist gerade jetzt in der aktuellen Situation, also wir haben Kontakt zum Bayerischen Krisenstab aufgenommen. Die werden uns das wahrscheinlich nicht glauben, aber wir versuchen gerade Leute, die so an der Grenze zur Beatmung sind, ja, dass wir vielleicht einen Versuch jetzt machen und die das Wasser trinken können, dass man dann kein Beatmungsgerät braucht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich durchdringe, ja, was der so Grenzwissenschaftler, die werden immer ein bisschen schräg angeschaut, ja, aber es wäre eine Chance, das einfach auszuprobieren, weil das ist ja jetzt die Knappheit, Beatmungsgerät, die müssen eine Herz-Lungen-Maschine, zu waschen, mehr Sauerstoff extern geben es rein, in das Blut, und das würde man nur mit dem Wasser erreichen. Das heißt, da könnte man jetzt einiges machen, und ich sage immer auf gut Deutsch, Versuch macht klug. Ja, das ist zwar ein bisschen Norddeutsch, aber naja, aber ich gebe dir vollkommen recht, also diese Frequenztechnologien, die hier, sage ich mal, auch die Zukunft sein werden, die ja so Pioniere wie du, da gibt es ja noch viele andere auch, die jetzt momentan immer noch unter dem Radar waren, die werden in Zukunft und natürlich eine ganz andere Wirkung nur erzielen.
Ich hoffe, dass ihr dann ja, genügend Leute kriegt, die das testen, weil schädlich ist es auf keinen Fall, weil wenn ich mehr Luft kriege, ist es immer gut. Ne? Da praktisch ja, doppelt das Wasser. Ne? Man in Österreich sagt man ja, hilft es nicht, so schaut es nicht. Ja? Vielleicht in Bayern auch. Aber man könnte es ja einfach ausprobieren. Wir haben es vorgeschlagen, einen Krisenstab, zumindest an 10 Personen sollen sie es mal ausprobieren. Ja? Weil wenn sie Wasser trinken, können sie ja nicht sterben. Und es könnte nur helfen. Und ja, da sind wir dran in der Richtung. Und wir haben aber dann ja, auch noch ja. Zwei. Genau, aber Harald, du hast ja nur ganz andere Produkte entwickelt, du hast das vorhin kurz eingeblendet. Das ist dieses, wie nennen Sie das? Das ist praktisch eine Art Heftpflaster, den man sich draufpickt, wenn du irgendwelche Spannungen oder Verzerrungen hast. Oder das auch mit, die lädst du genauso auch mit der Frequenz auf, oder? Ist das richtig? Also wir laden nichts auf mit der Frequenz, sondern wir verändern die Materialstruktur. Das kann man sich wie ein Radio vorstellen. Ja? Wenn man die richtige Frequenz einstellt beim Radio über Antenne, dann spielt die Musik. Ja? Und okay. Wir verändern so die Struktur und wir zapfen eigentlich, ja, das werden jetzt viele nicht kennen, Nullpunktenergie oder Raumenergie an. Und über die Struktur kommt dann Frequenz zustande und jeweils die Frequenz, die man braucht. Und was vielleicht nur in das vorhergehende Thema passt, das ist für die Lunge haben wir auch so ein Pflaster, um die Lunge wieder zu regenerieren. Und vielleicht kann da die Trixi oder der Harald was dazu sagen. Sie haben ja einen Partner mit dabei, der berichtet hat, was da mit der Lunge passiert ist, nachdem er das Pflaster benutzt hat. Mhm, ja. Das wird interessanter. So. Ja, also wir haben da unglaubliche Erfolge. Also wir haben ja viele Partner, die das jetzt getestet haben auch. Und da gibt es auch Videos dazu auf unserem Blastfor-Kanal. Und da gibt es Leute, die zum Beispiel COPD also hatten. Das ist eigentlich eine unheilbare Krankheit, also noch schlimmer als Asthma. Und da gibt es Berichte eben von diesen Leuten, dass durch diese Frequenzen quasi durch diese Frequenzen, die die Lungenbläschen aktiviert worden sind, so auf die Art, und die jetzt wieder wunderbar Luft bekommen und atmen können, sogar ein 77-Jähriger kann wieder schief werden jetzt, da haben wir eh die ganzen Interviews, haben wir auf unserem Blastfor-Kanal drauf, und das ist natürlich ein sensationelles Ergebnis, wenn man Probleme hat, und gerade das Coronavirus ist ja auch im Bereich Lunge angesiedelt, dass man schwierig Luft bekommt. Und da gibt es ja auch so einen Test, den wir schon öfter gehört haben. Wenn man nicht länger als 10 Sekunden die Luft anhalten kann, dann hat man schon mit der Lunge Schwierigkeiten, weil ein gesunder Mensch sollte normalerweise ohne Probleme so 30 bis 60 Sekunden die Luft anhalten können. Ja, Harald, wie reagiert denn die Medizin auf die Sachen? Wie habt ihr irgendwelche Medizinen, die schon mal vorgestellt? Oder gibt es da irgendeinen Arzt, der sagt, okay, ich traue mir das einmal zu testen, weil die sind ja schon fast Gesundheitsversprechen, da muss man aufpassen, wir haben ja hier Gesundheitsversprechen, die hat man gar nicht machen, ist klar, man kann ja sagen, empfehlen oder wie auch immer. Gibt es denn hier schon jemanden, der schon mal getestet hat? Also im Prinzip gibt es Leute, die das für sich selbst getestet haben, und da gibt es Interviews, gell, die eben erzählen, was sie selbst erlebt haben. Ja. Und ich habe ja heute auch einen Arzt mit eingeladen, das ist der Dr. Markus Gollmann, der gewisse Produkte von uns auch schon getestet hat, zu denen wir noch kommen werden. Und ja, lieber Markus, vielleicht magst du dir mal kurz zu Wort melden. Darf ich dir das Mikro einschalten? Kann ich das überhaupt? Markus, das wird er selber müssen. Jetzt haben wir Ton. Ja, ich habe schon eingeschaltet. Ja. Hallo Markus. Ja, hallo, grüßt euch. Vielleicht mal ganz kurz, wie ich jetzt meine eigene Geschichte von der Medizin. Ich habe 1981 das Medizinstudium begonnen, damals mit der im Nachhinein betrachtet sehr naiven Einstellung, ich muss jetzt nur intensiv genug das Studium machen, dann lerne ich nicht nur alle Krankheiten, sondern auch, wie man sie heilt. Und das wurde immer frustrierender, weil ich festgestellt habe, vieles weiß man noch gar nicht. Und ich habe mich dann halt auch immer selber auf den Weg gemacht, nach Lösungen zu suchen, auch was meine eigene Gesundheit oder Krankheit anging. Und ich bin Ende der 90er Jahre da eben auch schon zur Schwingungsmedizin gekommen, zur Magnetfeldtherapie. Und von daher ist jetzt das, was mit Schwingungen und Frequenzen zu tun hat, für mich nicht neu.
Und ich möchte an der Stelle mal den Professor Werner Heisenberg, den deutschen Nobelpreisträger für Physik, zitieren, der gesagt hat, die elektromagnetische Energie ist die elementare Energie, von der alles Leben abhängt. Einfach ausgedrückt kann man sagen, ohne Schwingung kein Leben. Diese Erkenntnis ist bis heute noch nicht in unsere gängige Medizin vorgedrungen, also zumindest noch nicht in dem, was man vielleicht Mainstream-Medizin bezeichnet. Die Medizin, die wir heute betreiben, die ist noch so, kann man sagen, Ende 19. Jahrhundert, nicht 20., sondern 19. Jahrhundert. Und von daher, wie gesagt, habe ich schon gewisse Vorkenntnisse, was Schwingungen machen, und war deshalb sehr überrascht und erfreut, als ich eben schon vor einiger Zeit hörte und jetzt in letzter Zeit noch intensiver, was es da für noch einfachere Anwendungsmöglichkeiten gibt, als wir es mit der Magnetfeldtherapie hatten. Da braucht man dann halt ein entsprechendes System, stellt die Frequenz ein oder die Schwingung ein oder die Stärke und die Zeit. Und mit den Pflastern, die jetzt der Herbert hier entwickelt hat, der Herbert Renner, habe ich eben etwas, wo ich auch unabhängig von einer externen Quelle bin, wo ich etwas Kleines habe, was ich hinmachen kann. Und ich kann jetzt gerade mal zeigen, ich probiere die Dinge immer gerne auch selber aus. Da habe ich hier etwas und da oben, um einfach auch selbst nicht nur über die Theorie, sondern auch über die Praxis zu sprechen. Das Erste, was ich jetzt an mir angewendet habe, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, das ist das Rückenpflaster am Rücken unten. Das will ich jetzt nicht so weit vorwegnehmen, weil ich denke, da würde Herbert noch etwas sagen dazu. Aber von daher von meiner Seite aus, gerade eben war ja das Thema mit der Lunge, das ist schon sehr gut nachvollziehbar, dass ich hier etwas gezielt anwenden kann, um den Stoffwechsel im Körper, um die Blutfließeigenschaften im Körper und was wir auch von der Dunkelfeldmikroskopie her kennen, auch die Eigenschaften der roten Blutkörperchen verändern können mit der Spannung eben. Also man sieht einfach dann die Spannung, die sichtbare Spannung, die Form der Zellen verändert sich und dadurch können sie ihre normale, gesunde Funktion dann eben auch erfüllen. Auch zum Thema Entgiftung, aber da will ich jetzt noch gar nicht vorgreifen. Ich denke, hiermit habe ich vielleicht mal so mein Standing und meine grundsätzliche Einstellung zu diesen Frequenztherapien darlegen können. Ja, da haben wir ja praktisch eine tolle Zukunft vor uns, wenn dieses Thema Frequenzen und diese Dinge dann einmal, sage ich mal, auch in größeren Forschungsbereich und im wissenschaftlichen Bereich und medizinischen Bereich vordringen werden. Dann haben wir hier bestimmt Hoffnung. Also alles Sachen, die, sage ich mal, für die Zukunft relevant werden. Und Herbert, ich habe gerade gehört, du hast auch ein Rückenpflaster erfunden. Für was ist das? Wenn ein Rücken schmerzt oder auch mit Frequenz? Ja, wie funktioniert das? Und vielleicht kann ich kurz was herzeigen. Wir haben eine Studie an Schulkindern gemacht. Und da könnte ich 2-3 Folien herzeigen, um das mal zu verdeutlichen, gerne, was passiert. Ja. Dann versuche ich, den Bildschirm da mal freizugeben. Ich glaube, ich bringe das hin. So, also wir haben in Österreich, meine Schwester ist Physiotherapeutin, die hat inzwischen schon 7000 Patienten mit unserer Technologie therapiert. Und sie hat eine Studie gemacht in Mattighofen, wo hat KTM sitzt, also dieser Motorradhersteller, ist vielleicht ein bisschen bekannt. Mhm. Und es waren Kinder in der Grundschule, in Österreich sagt man Volksschule, im Alter von 6 bis 10 Jahren. Und Nepomuk, wie viel glaubst du von 36 Kindern haben im Alter von 6 bis 10 Jahren Rückenprobleme? Ja, ich glaube, dass das mittlerweile schon relativ viele sind, sagen wir mal 20%, ich habe keine Ahnung. 20% meinst du? Ja, okay. Dann mache ich mal die Auflösung. Ja. Von den 36 Kindern waren nur 2, die keine Rückenprobleme hatten. Und das waren 2 Kinder vom Bauernhof. Mhm, die haben natürlich aufgewachsen und geraxeln am Baum und so weiter. Ne? Genau, richtig. Und da wurde Untersuchung gemacht, da mit dem Schularzt zusammen. Also 16 Kinder haben eine Skoliose gehabt. Das ist diese S-förmige Verformung vom Rücken, die sehr 80% der Menschen haben. Haben da 16 Kinder gehabt. 4 haben einen Rundrücken gehabt. Der Rundrücken wird immer schlimmer, weil das, ich sage, das ist die Handyschonhaltung. Ne? Ja, also das kriegen immer mehr.
Und 14 Kinder haben ein Hohlkreuz gehabt und eben zwar nichts. Ich habe ja Glück gesagt, haben den Ausflug, ist an dem, dass wir zu wenig Sport machen oder Bewegungsmangel oder kommt das her? Oder ist das mittlerweile ein genetischer Defekt in unserer Zivilisation oder was? Na, es sind mehrere Faktoren. Also ein Faktor, ganz sicher Bewegungsmangel. Warum haben Bauernkinder, die da herumpolen, kein Rückenproblem? Ja. Ja. Das Zweite ist, wenn man ab und zu in der Früh am Arbeitsweg ist und die Schüler sieht, im Alter von 6 bis 10 Jahren, die kleinen Pimps, die sagen wir in Österreich, die haben eine Schultaschen hinten drauf, ja. Die haut es fast um. Ja. Die haben teilweise da bis zu 18 Kilo drinnen. Man sagt normalerweise, ein Kind sollte nur 10% vom Körpergewicht hinten am Rücken tragen. Ja. Ja. Teilweise tragen die halbe Schule durch die Gegend. Die Nordländer haben das erkannt, also die dürfen die Kinder nur maximal ein paar kopierte Zetteln durch die Gegend tragen. Ja. Ja. Das ist bei uns noch immer nicht angekommen. Und auch schon wieder ein guter Job für die Zukunft, dass man hier auch von anderen Ländern lernen, die was Gutes machen. Ja, dass man genau. Das auch kopieren darf. Ja, und die machen natürlich auch Bewegung. Das österreichische Schulsystem hat das auch ein bisschen erkannt. Da haben jetzt wieder mehr Sportstunden oder Turnstunden, nennen wir es in Österreich, eingebaut. Ja, dass die Kinder kommen ja heutzutage gar nicht mehr in Bewegung zu Hause. Da muss man schon in der Schulbewegung machen. Ne? Okay. Aber ich sehe jetzt gerade auf der rechten Seite scheinbar, dass die Auflösung dort ist. Nach 6 Therapien hat sich dieses Bild total gewandelt, oder? Ja, genau. Der Maßstab ist ein bisschen verzerrt, aber wenn wir uns die Zahlen anschauen, zuerst 16 Kinder und nachher haben nur mehr 7 Skoliose gehabt, also 9 Kinder weniger, Rundrücken auch ein Kind weniger und der Hohlkreuz 2 weniger. Also da waren schon 14 Kinder nach 6 Anwendungen wieder in Ordnung. Ja. Man muss dazu sagen, bei Kindern geht das auch schneller als bei den Erwachsenen, da ist noch alles im Fluss. Ja. Aber es ist schon ziemlich was passiert. Ja. Und was sehr auffällig war bei den Kindern ist, und das haben die Eltern gar nicht gewusst, dass die Kinder Schmerzen haben. Ja? Okay. Also im gesamten Wirbelsäulenbereich, wir haben ein Drittel der Kinder haben Schmerzen gehabt und haben nichts zu Hause erzählt. Ja? Sei es Horst, der Indianer kennt keinen Schmerz, ja? Und sagt nichts oder irgendwo traut sie nicht oder glaubt selber nicht. Und man sieht auch vor der Therapie, 4 haben wir einen Kopfschmerz gehabt. Und nach der Therapie 6 Monate Pflaster kleben, nur mal ein Kind, das ist alles von der Wirbelsäule gekommen. Ne? Ja. Und das ist schon mal ein enormer Unterschied, was man da machen kann. Wie viel habt ihr jetzt hier da Testläufe gemacht und Kinder? Wie beruht jetzt die Studie auf? Das waren jetzt 36 Kinder. Ja. Ja. Und das wurde während dem Unterricht wurde therapiert. Ja. Inzwischen haben wir das an 4 Schulen wiederholt, das Ganze. Die Ergebnisse sind immer die gleichen. Ja. Die Ergebnisse sind immer ähnlich, oder? Bitte? Die Ergebnisse sind immer ähnlich positiv. Die sind immer sehr ähnlich positiv. Also wir sehen schon teilweise nach einer Anwendung können wir messtechnisch, weil das ist ja nur eine mechanische Messung, die wir da machen am Rücken, können wir messtechnisch schon Unterschied feststellen. Ne? Das heißt, wir haben das auch mit Harald zusammen gefilmt, ja, wo wir so blaue Punkte am Rücken aufkleben und dann mit der Kamera innerhalb von einer halben Stunde sehen, wie sich da hinten schon was dreht. Ja. Und das nur darf das richtig verstehen. Das heißt, ihr klebt dieses Pflaster auf dem Rücken, das Pflaster ist mit dieser bestimmten Frequenz, die Nullpunktfrequenz, habe ich jetzt mal aufgeladen, die gibt diese Frequenz, diese Schwingung an den Körper ab, der nimmt diese Schwingung auf und sagt, okay, gut, dass ihr mir hier zusätzlich Energie übertragt, dann kann ich mich selber wieder besser ausrichten. Ist es ungefähr? Das ist im Wesentlichen so, das ist eine Schwingung für die Wirbelsäule. Die Wirbelsäule ist selber in einer Schwingung, kann gewisse Probleme ausgleichen und jetzt wird der Wirbelsäule ein bisschen geholfen, ja, sodass sie die selber wieder aufrichten kann. Ja. Genau, das heißt aber nicht, dass die Kinder in Zukunft keinen Sport mehr machen brauchen und die Schulterhaltung mit dem Handy fortführen können, sondern Bewegung ist natürlich schon wichtig. Ja, Bewegung ist nicht nur für Kinder wichtig, sondern für uns auch. Ja. Genau. Ja. Ja, danke Herbert für die Ausführungen. Du, Harald, jetzt möchte ich dir wieder kurz das Wort geben. Lass mal gerade schnell wieder den Bildschirm umschalten. Ja, wunderbar, jetzt bist du wieder da. Ja. Wir sehen dich. Harald. Ja, also das sind Produkte, die mich selbst fasziniert haben, weil ich habe das natürlich gleich getestet. Also ich habe selber eine Skoliose gehabt, schon als Kind her.
Und der Herbert hat mir das vorgeführt und ich konnte das nicht glauben. Der hat mich damals vor 2,5 Jahren ein Pflaster draufgepickt, also über ein Steißbein. Und dann hat er gesagt, pass auf, wenn du mir das nicht glaubst, mach mal eine Messung. Also da hat er mich zur Wand gestellt und einen Strich gemacht. Das war meine Größe. Ja. Und nach 35 Minuten hat er gesagt, so, jetzt hat sich dein Becken gedreht, stell dich da dazu. Habe ich mir dazugestellt, hat er wieder einen Strich gemacht, war ich 1,5 Zentimeter größer. Gell? Das hat mich fasziniert. Da hat er gesagt, hey, wie ist das möglich? Wie kann denn das sein? Und da hat er mir das erklärt, dass eben durch diese Schwingung durch die Wirbelsäule sich die ganzen Wirbel auflockern und dadurch wird man halt dann größer. Und ich habe dann ein zweites Problem noch gehabt, das war so ein Stechen in meiner Schulter. Also ich habe da permanent sozusagen in meiner Schulter so eine Kalkablagerung gehabt. Das hat mich ein ganzes Jahr lang gequält. Ich wollte schon operieren oder beziehungsweise schmerzlindernde Maßnahmen ergreifen, habe das aber dann nicht gemacht und dann habe ich zum Herbert gesagt, du hast da nicht irgendwas mit Frequenzen, was man da tun kann. Und dann sagt er, ja natürlich, da habe ich dieses rote Pflaster, ne? Und dann hat er mir das da draufgeklebt und ich muss ehrlich sagen, ich war erstaunt, es hat schon ein paar Mal gebraucht, also circa 6 Anwendungen. Ich habe das dann überhaupt vergessen, bis mir der Herbert dann angesprochen hat und gesagt hat, du, wie geht's denn jetzt deiner Schulter eigentlich? Nicht? Dann sage ich, naja, jetzt wo du sagst, jetzt bin ich vollkommen schmerzfrei, ich spüre es nicht mehr, deshalb habe ich es auch vergessen, weil es nicht mehr da ist. Ja? Und das waren so meine persönlichen Erlebnisse, die ich da gehabt habe und noch viele andere in der Zwischenzeit. Und deshalb bin ich von der Technologie eben so fasziniert, weil es so einfach ist und so tolle Möglichkeiten bietet. Gell? Ja, du hast ja eine ganze, ja, sage ich mal, Litanei auf deiner Webseite drauf, die ist an deinem Shop drauf, wo man sich auch noch, sage ich mal, informieren kann. Du machst, glaube ich, soweit ich das gesehen habe, auch laufend Veranstaltungen oder Kongresse, wo man auch vielleicht teilnehmen kann. Vielleicht sollte man da auch noch mal einen Link herstellen, wenn du wieder irgendwelche Vorträge hast, wenn wir wieder nach der Quarantänezeit wieder raus dürfen. Ja. Genau, ein Einstein-Plasmatuch werden wir jetzt sicher nicht geschrieben haben, aber zumindest das mit der Frequenz, das weiß ich. ja, genau. Hast denn du noch irgendwas Interessantes, wo man sagt, Mensch, das muss die Welt unbedingt erfahren? Ja, also das ist diese blaue Matte, die wir da gerade eingeblendet haben, die ist aus meiner Sicht wirklich unglaublich, weil ich sie selbst auch schon seit über einem Jahr im Test habe. Und diese blaue Matte, die hat es wirklich in sich, weil heute viele Menschen eben, wie soll man sagen, also im Körper Giftstoffe haben oder Schwermetalle haben, die eigentlich da nicht reingehören. Ich habe das selber nicht für möglich gehalten, bis ich dann die Beweise dafür gesehen habe. Aber da möchte ich den Herbert bitten, dass er kurz über das noch ein bisschen was erzählt und dann der Herr Dr. Gollmann kann da auch einiges dazu erzählen. Ja. Okay, da sind wir gespannt. Das schaut aus wie ein Turnmatten. Ja, genau. Da kann man gleich Bewegung machen. Okay, da kommen wir gleich mal. Ja, das ist jetzt für die Quarantänezeit eh nicht schlecht. Weil Matten hin und dann machen wir Yoga oder keine Ahnung, was muss man denn da machen mit der Matten? Ja, genau. Ja, das Thema ist Giftstoffe. Also wir haben circa mit der Erfindung der Dampfmaschine, Industrialisierung, haben wir Giftstoffe in der Welt, die der Körper vorher nicht kannte. Ja. Also die Fliege, die mutiert jetzt so schnell, die kann sich darauf einstellen, ja, aber der Mensch braucht ein bisschen länger. Also die hat es bis heute noch nicht verkraftet, mit den ganzen Giften fertig zu werden. Und darum haben wir ja verschiedenste Krankheiten, die es früher nicht gegeben hat, einfach weil der Körper mit den Giften nicht klarkommt. Und das sind so Gifte, die sich leider im Körper ablagern. Also man sagt auch, Schwermetalle sind sogenannte Depotstoffe, die sich im Körper ablagern und dadurch verschiedene Probleme erzeugen oder erst wieder Folgekrankheiten. Ja. Hat es vor 100 Jahren, oder ich sage mal, braucht man gar nicht so weit zurück, vor 50 Jahren hat es da Parkinson-Patienten gegeben, die unter 50 Jahre alt waren. Nein, hat es nicht gegeben. Ja. Also ich habe heutzutage schon 18-Jährige, die Parkinson haben. Woher das kommt, darf man sich mal fragen. Und meine persönliche Einschätzung ist, dass gewisse Schwermetallbelastungen, sei es jetzt Aluminium oder Quecksilber, hier die Ursache ist für solche Alterskrankheiten, die auch schon Junge bekommen. Und mit dem Thema haben wir uns beschäftigt, wie kriegen wir das aus dem Körper raus? Ja? Ja. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, dass unsere ganzen Stoffwechselorgane sagen, das kenne ich nicht,
warum sollte ich da jetzt was rausbringen aus dem Körper? Ich kenne sie ja nicht. Ne? Und da haben wir angesetzt und gesagt, wir müssen es jetzt irgendwie für unsere Stoffwechselorgane kennbar machen. Ja? Und das macht man mit Frequenzen. Also wir gehen quasi auf die Schadstoffe der Frequenz drauf, dass die Stoffwechselorgane sagen, haha, die kenne ich. Ja? Und dann kommt das Ganze aus dem Körper raus. Ja? Und so schaffen wir auch, dass wir Schwermetalle zum Beispiel aus dem Körper rausbekommen. Nicht nur Schwermetalle, eigentlich alles, was nicht reingehört. Ja? Also wir kriegen auch Radioaktivität raus und wir kriegen auch Chemie raus. Also wenn zum Beispiel einer Chemo gehabt hat, die Stoffe setzen sie auch in den Körperzellen ab. Aber normalerweise ist ja das, da wäre das der Mediziner dann was dazu sagen. Ich glaube, in der Fachsprache heißt das Autophagie. Diese Zelle, sage ich jetzt mal, die abgelegte Moleküle, sage ich, wieder umbauen in Strukturen, die sie wieder verwenden können. Ne? Ja. Vielleicht ist das so, dass jetzt zur Entgiftung, ja, wir kriegen das raus, aber dass vielleicht der Dr. Markus Zollmann dazu was sagen kann, wie er das als Mediziner sieht, die Vergiftung der Zellen. Ich glaube, ich bin auch da wieder durch eigene Beschwerden dazugekommen und ich glaube, durch meine eigenen Beschwerden habe ich mehr gelernt als im Medizinstudium. Und es war traurig, weil eigentlich soll es andersrum sein. Ich habe mich sehr oder einiges mit Schwermetallen auseinandergesetzt und habe da auch eine Fortbildung gemacht beim Dr. Thomas Fischer, der in Düsseldorf ist. Und der sagte damals, wenn man sich damit beschäftigt, braucht man parallel einen Psychotherapeuten, der einen immer wieder aufrichtet, weil es so dramatisch ist, dass wir auf diesem Gebiet schon so viel wissen, es aber nicht berücksichtigt und nicht angewendet wird. Okay. Ich denke, einer der Hauptschwermetallbelastungen ist das mit Quecksilber, aber auch Aluminium, Blei für diejenigen, die aus der Zeit des verbleibenden Benzins sind. Aber es reicht schon mal, wenn wir uns auf Quecksilber und Aluminium fokussieren. Ein Quecksilberatom kann mehrere Nervenzellen zerstören. Deshalb ist aus meiner Sicht zum Beispiel die Multiple Sklerose und auch andere neurologische Erkrankungen eher eine Quecksilberbelastung. Das ist mal die eine Erkenntnis, was wir da wissen. Die zweite ist, es ist äußerst schwierig, die Schwermetalle rauszubringen, bisher, sage ich mal, weil erstens mal sind sie im Gewebe gebunden, sie sind im Nervensystem gebunden. Und das System, was ich bisher kannte, hat so funktioniert, also über, sage ich jetzt mal, Kräuter, Algen und so verschiedene Sachen, dass man erstmal den Säure-Basen-Haushalt in Ordnung bringen muss, dann die Leber, dann den Darm, dann die Niere anregen und dann erst kann man mit einer Schwermetallausleitung anfangen. Ich habe das seinerzeit auch gemacht und habe dann festgestellt, dass ich so nach knapp 2 Wochen Symptome hatte, die sich anfühlten wie bei einer Grippe, also mit Fieber, Schwitzen, Abgeschlagenheit und so weiter. Es gab aber von den äußeren Umständen, und da kenne ich meinen Körper gut genug, eigentlich keine Gründe dafür. Und es hat mir aber bestätigt, dass das, was wir häufig als Grippe oder Erkältungsinfekt bezeichnen, eigentlich nur der natürliche Versuch des Körpers ist, eben über Fieber, über die noch vorhandenen Selbstheilungsprozesse, das in Gang zu bringen. Also das mal dazu, das läuft so ab. Und ich habe zwischenzeitlich dann nochmal eine andere Schwermetallentgiftung gemacht und habe da ähnliche Symptome als Zeichen der effizienten Ausleitung gehabt und habe jetzt dann eben nicht die matte, sondern das etwas einfachere Version mit dem Pflaster auf dem Bauch kennengelernt. Und ich habe erst am zweiten oder dritten Tag festgestellt, dass diese beginnenden Erkältungssymptome, dachte ich, Mensch, du hast doch vor 2 Tagen da dieses Entgiftungspflaster drauf gemacht. Das kann dann nur sehr wahrscheinlich damit zusammenhängen. Und durch meine Vorerfahrung kann ich das jetzt eben einfach einschätzen, dass eben diese Form der Entgiftung sehr viel, also mindestens genauso effizient funktioniert wie die anderen Maßnahmen, aber sehr viel einfacher und vor allem, ich muss nicht vorher erst 6 bis 9 Monate meinen Körper überhaupt erstmal vorbereiten, um mit der eigentlichen Entgiftung anzufangen, sondern ich kann gleich unmittelbar mit anfangen. Und das ist ein enormer Zeitgewinn, vor allem für Menschen, die sehr viele Probleme damit haben. Und man kann davon ausgehen, also ich sage jetzt mal, ich
ich vermute, dass mindestens 90% der Menschen in Deutschland Schwermetallbelastungen haben, mal von der ganzen anderen Chemie und allem noch abgesehen, aber Schwermetallbelastungen haben. Und die Schwermetalle, das ist vielleicht auch noch interessant, die Schwermetalle, vor allem auch das Quecksilber, die erhöhen auch die Empfindlichkeit auf Mobilfunk und andere Strahlen. Also etwas, was ja auch ganz stark zugenommen hat in den letzten 20, 30 Jahren. Und dagegen können wir nur teilweise etwas machen, aber unseren Körper entgiften ist, glaube ich, die wichtigste Grundlage, die wir haben. Ja, weil dann kann er erst wieder gut funktionieren. Ja, das hört sich ja sehr fantastisch an, wenn wir hier ein ja, technisches Gerät haben, das, sage ich mal, so ausschaut wie Turnmatte. Wie wendet man das Gerät an? Ich muss mich da drauflegen oder wie läuft das in Zukunft ab? Ich roll die Matte aus und tue mir das ins Bett rein oder was mache ich mit dem drum? Ja, also wie gesagt, die einfachere Version ist das mit den Pflastern. Das kann jeder bei sich zu Hause machen. Die Österreicher sagen ja, das biegt man dann auf den Bauch hin. Ja. Wir sagen, man bebt es drauf, sagt der Schwab. Also wir kleben es drauf. Das ist die einfache Version, auch die, sage ich jetzt mal, kostengünstige. Auch wenn 150 Euro im ersten Moment teuer scheinen für 20 Pflaster, die ganzen anderen Maßnahmen, die ich vorher kurz beschrieben habe, die gehen in die 1.000 Euro mindestens. Die zweite Version, die eigentlich entweder für Therapeuten gedacht ist, das ist diese Matte, die da ausgerollt wird. Das heißt, da geht der Klient dann 2-3 Mal in der Woche hin. Aber ich denke, wenn das mehrere Familienangehörige sind, dann lohnt sich das natürlich, das dann in der Familie zu haben. So habe ich das auch bisher immer bei der Magnetfeldtherapie favorisiert, dass man sich da drauflegt. Die hat ja nicht nur die Entgiftungsfunktion oder den Effekt, sondern die hat auch den Effekt, dass man dann deutlich besser schläft, deutlich besser regeneriert. Also man kann sich da entweder zum Mittagsschlaf oder auch nachts drauflegen und hat dann eben sehr umfangreiche Wirkung. Also von der Anwendung denkbar einfach. Ja, ja, Harald, du bist ja da so richtig, sag ich jetzt mal, jetzt habe ich die auf Zoom geschaltet, jetzt muss ich wieder einschalten, für mich ein Phänomen, wenn du diese Menschen alle aufstöberst, die dann sich in Erfindungen machen. Das ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Auszug. Wir wollen hier nicht eine super Verkaufspräsentation schon machen, das geht ja gar nicht, sondern es geht darum, eben diese ja, neuen Technologien, dieses Wissen, das ja, wie du schon gesagt hast, weder die Schulmedizin noch die klassische Wissenschaft etc., weil wir irgendwo teilweise noch 100 Jahre zurückliegen, irgendwie propagiert wird und hier Produkte auf dem Markt sind, wo sie, sage ich mal, Unternehmer, wie auch immer, sage ich mal, einen Kopf zerbrechen und hier ihr ganzes Geld reinstecken und schauen, ich möchte der Menschheit helfen und keiner kennt es. Ne? Also das ist ja wirklich faszinierend. Also Harald, da müssen wir ein bisschen was dazu sagen. Ja, also für mich war es wichtig, dass zum einen einmal die technischen Möglichkeiten, die vorhanden sind, die es bereits schon gibt, die braucht man ja nicht neu erfinden, weil ich habe ja sehr viel Forschung und Entwicklung betrieben in den letzten Jahren mit dem Team. Aber es gibt eben Produkte, die schon da sind und da braucht man dann das nur nutzen und nehmen. Und ich habe die Matte auch selber mir geleistet, weil mir meine Gesundheit halt wichtig ist. Und ich habe halt festgestellt, also jedes Mal, wenn ich mich da draufgelegt habe auf die Matte, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, habe ich innerhalb von 5 Minuten bin ich weggeschlafen. Ja, also wenn jemand Schlafstörungen hat, ist das vielleicht eine tolle Möglichkeit auch. Und ich habe das jetzt schon von mehreren Leuten gehört, weil der Körper so intensiv arbeitet. Und danach, wenn man aufwacht, hat man dann einen intensiven Drang, dass man das auf der Toilette dann los wird, was man da so angesammelt hat. Gell? Ja, also das waren meine Erfahrungen. Und für mich war es wichtig, dass die Medizin, also das, was jetzt der Herr Dr. Gollmann da sagt, und dann die Technologie, was der Herr Ingenieur Renner jetzt erzählt hat, dass man das von verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet und nicht nur seine Sicht sieht. Und da kommen ja ganz spannende Dinge dann raus, weil so wie der Herbert gesagt hat, er ist ein Nachrichtentechniker, dass Metalle im Körper, die da nicht reingehören, wie Antennen wirken. Und da ist dann das Thema 5G wieder, wovon jetzt viele Angst haben, ja auch ein Riesenthema. Stimmt's, Herbert? Also der Mikro. Ja, das Thema ist, ich bin Nachrichtentechniker und vielleicht Antenne kennt eh jeder beim Autoradio oder beim Radio und die Autoantenne, ja. Die ist aus Metall, die Antenne. Ja. Der menschliche Körper ist eigentlich nicht aus Metall, aber wenn wir jetzt eine Schwermetallbelastung haben, dann haben wir automatisch Metall im Körper und so, dann sind wir je nachdem eine Stabantenne, eine dünne Stabantenne oder dickere Stabantenne, wie bei mir.
Ja, aber auf jeden Fall, wir sind so ein Stabal in den Wellen. Und sobald Metall drinnen ist, sind wir für die Wellen viel empfänglicher als ohne. Also es gibt erste Krebsstudien auch, wo ein Zusammenhang gesehen wird zwischen Schwermetallbelastung und Krebstumorausbildung und dem Mobilfunknetz. Ja. Und natürlich wird vom das wundert mich nicht, weil, wie gesagt, alles, was in den Körper nicht reinkehrt, alle diese, ja, sage ich mal, künstlich erzeugten Stoffe und Schwermetalle und wie auch immer, das ist klar, das unsere Industrialisierung mit uns gebracht hat, das Thema, glaube ich, haben wir ja überhaupt noch nicht richtig angegangen. Also danke an dich, dass du da das Thema so angehst, dass du sagst, weil es gibt natürlich auch, wenn man es jetzt einmal lustig nimmt, sage ich mal, auch die Stimmen im Kopf wieder ganz andere Bedeutung. Ne? Wenn einer schon als Antenne rumläuft, dann braucht er kein Radio mehr daheim, sondern dann sagt er, ah, jetzt habe ich schon genügend Schwermetalle, jetzt höre ich meine Rauchrichten schon im Kopf drin. Ne? Weil, ne, aber man sollte es jetzt praktisch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Herbert, eine Frage, bist du noch weiter dran, mit dieser Frequenztechnik auch noch andere Sachen zu machen oder ist jetzt da die Fahnenstange schon erreicht? Ja. Also wir haben eigentlich eine Liste mit 400 Dingen, die wir machen wollen. Dabei haben wir erst 30 umgesetzt. Ist ja manchmal ein Finanzthema, aber inzwischen kommen wir schon langsam in die Industrie, weil zuerst waren wir ein bisschen der Feind und jetzt haben wir eine Möglichkeit gefunden, dass wir uns gemeinsam mit einigen ins Boot legen und da geht es uns dann wesentlich leichter, uns dagegen zu halten. Ja, ich hoffe, dass die neue Zeit auch diese Dinge jetzt ganz anders berücksichtigt. Darum auch diese Sendungen, dass vielleicht der eine oder andere Techniker, der eine oder andere Wissenschaftler, der eine oder andere, die eine Firma hat, wie auch immer, hier mal ein bisschen hellhöriger wird und sagt, was läuft denn hier ab? Was wird uns denn hier irgendwie, sage ich mal, unter dem Radar gehalten? Was eigentlich schon alles für unsere Gesundheit, für unsere Zukunft wichtig wäre? Und Harald, ich sehe nur bei unserem Bildschirm, du hast ja noch hier noch zwei Leute mit dazu eingeladen zu dieser Präsentation. Das sind deine Chefentwickler oder wie muss jetzt das? Also ich habe eine technische Ausbildung gemacht in der höheren technischen Lehranstalt bei uns da im Avantal in Wolfsberg. Habe es da aber nur 2 Jahre ausgehalten, weil da ist es so um Verbrennungsmotoren gegangen und so. Und ich habe damals schon erkannt, dass das eigentlich nicht so die Zukunft ist und habe mich dann verabschiedet. Aber es hat sich seitdem eine wirkliche Freundschaft entwickelt und mittlerweile auch eine tolle Beziehung, auch geschäftlicher Art und Weise. Und deshalb habe ich sie heute mit eingeladen, weil sie zu meinem Führungsteam jetzt gehören, also nicht technischer Natur, sondern im Hintergrund werden sie selber ein bisschen was dazu erzählen, weil wir haben ja da eine große Vision geboren, der Green Family. Und deshalb darf ich kurz vorstellen, meinen ehemaligen HTL-Professor, Herrn Magister Holzer Wolfgang und seine Frau, die Beatrix. Ja, herzlich willkommen in der Runde. Ne? Hallo Nepomuk. Für uns ist es natürlich genauso erfreulich gewesen wie wir beim Harald. Und ich war mit einer Klasse und beim Harald haben uns das alles angeschaut mit einer Leistungsklasse. Und die waren natürlich fertig, wie sie diese innovativen Dinge gesehen haben. Und wir waren dann noch einmal beim Harald und er hat uns dann Produkte erklärt und was da alles noch gibt. Und wir haben innerlich sofort gespürt, diese Produkte sind lebensverändernd. Diese Produkte gehören in jeden Haushalt. Diese Produkte müssen die Menschen haben. Und daraufhin haben wir dann gesagt, wenn er will, wollen wir ihn unterstützen bei diesem Vertrieb, die Produkte in alle Haushalte zu bringen. Und daher haben wir dann gesagt, wie können wir das am besten machen? Ja, wir tun zuerst einmal uns selber damit vertraut machen, uns selber, die eigene Familie umändern, weil wir haben ja auch 4 Kinder. Und wenn es uns einen Vorteil bringt und wir dadurch einen Benefit haben zum Beispiel, dann ist es ja ganz logisch, dass ich das meinem besten Freund sage, wenn er auch eine Familie hat. Und wenn ich ihm dann helfe und diese Produkte ihm nicht vorenthalte, dann hat er auch einen Vorteil. Und dann sind wir doppelt so stark in dem Fall. Ne? Und dann helfen wir ihm noch, seinem besten Freund das weiterzugeben. Und somit wird automatisch eine Bewegung gefördert. Und diese Bewegung haben wir jetzt einfach in Green Families umgeändert und versuchen so jetzt öffentlich diese Green Families zu promoten. Ja, das,
Das ist ja wunderbar. Also da werden wir jetzt alle grün, das ist wunderbar. Da kriegt das Grün ja wieder ganz andere Bedeutung, wenn wir schon mal gehabt haben. Na Harald, also wie gesagt, es scheint hier etwas heranzuwachsen, sich etwas zu herauszubilden, die es tatsächlich wieder Hoffnung gibt. Und ich finde es ja beeindruckt, wie es hier da in diese Krise reingeht, wie du, sag jetzt mal, dein unternehmerisches Risiko hier, sage ich mal, tatsächlich in die Hand nimmst und sagst, okay, mich kann niemand davon abhalten, dass ich die Menschen, sag ich jetzt mal, in ein besseres Zeitalter führe. Alle Achtung, Harald, also und auch an diejenigen, die unterstützen, oder natürlich an die Entwickler, an Herbert und so weiter, an Dr. Gollmann, der sagt, okay, ich teste das auch. Und ja, ich denke, wir haben ja das Erste für unsere Zuseher natürlich schon mal die Messlatte ziemlich hochgelegt und auch sehr viele Informationen dann, wenn wir da bereitstellen zum Nachlesen, zum Nachrecherchieren und zum Faktencheck, wenn man so sagt. Und ich möchte mich jetzt einmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass wir hier diese Runde führen durften und diese Gespräche. Und vielleicht sehen wir uns ja in Zukunft bald wieder, wenn wir noch ein paar andere interessante Sachen von dir hier vorstellen oder vorstellen dürfen, Harald. Danke an euch und vielen Dank. Wir hören uns hier wieder. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass wir uns da treffen haben können in dieser, kann ich sagen, Expertenrunde. Gell? Und es haben ja alle, die da jetzt dabei sind, ein sehr schönes Netzwerk. Und ich glaube, gemeinsam können wir derartige Dinge verbreiten und dazu beitragen, dass die Menschen einfach in Zukunft ein bisschen gesünder sind, ein bisschen weniger Energie verbrauchen, weniger Chemie benutzen und Schadstoffe reduzieren und so weiter. Und das ist unser Auftrag. Und jeden, dem das, was wert ist oder wichtig ist, auch für die Zukunft, der kann sich gern bei uns melden. Und wir machen ja ständig auch im Hintergrund derzeit halt Zoom-Vorträge. Aber sobald es wieder geht, vielleicht heute haben wir gerade gehört, im Mai, Ende Mai sollte es ja dann in Österreich wieder möglich sein, dass wir dann wieder Live-Veranstaltungen machen. Und da werden wir dann natürlich auch diese Termine veröffentlichen, wo man wieder persönlich zusammenkommen kann. Ja, ich weiß, du hast da ein ganz ein großes Pfund im Hintergrund. Ich weiß davon, man darf aber noch darüber nicht sprechen, das wird auch nochmal die Welt verändern. Spätestens damit werden wir dann nochmal ein Gespräch führen, wenn das dann öffentlich gemacht werden darf. Und bis dahin, wie gesagt, weiterhin viel Erfolg und ja, und danke an euch, dass ihr da so begeistert für eure Sache eintretet. Ich wünsche euch was. Danke, ciao.